Nicht eine einzige Sekunde hat Volker Opitz in dieser Saison verpasst. Der 27-Jährige ist damit der einzige Feldspieler der zweiten Liga, der alle 27 Partien von Anfang bis Ende absolvierte. Dresden also in Gelb-Schwarz, 1860 München in Blau-Weiß. Die Löwen machten nicht den gleichen Fehler wie die anderen Spitzenteams in Dresden. Der Favorit aus München hielt sich zurück, ließ Dynamo kommen. Kukielka hielt sich hier nach diesem Rempler den Kopf, aber dann kamen seine Dresdner mit Christ auf Lavric. Erste Möglichkeit für Dynamo Dresden schon nach 52 Sekunden. Gehörigen Respekt hatten die Münchner vor Dynamo, wussten um deren Kampfkraft. Einige 60er sprachen sogar vom Spiel des Jahres. Basic hier gegen Gebhardt, Freistoß für 1860. Schiedsrichter Scheppe will gesehen haben, dass Basic nicht den Ball traf, sondern nur Gebhardts Beine. Freistoß für die Löwen durch Lehmann. Agostino, Kukielka und Kukielka ins eigene Tor. Siebte Minute, Führung für die Löwen durch ein Eigentor von Marius Kukielka. Missverständnis zwischen Keeper Kresic und Kukielka. Der Pole musste hin, sonst wäre Agostino an den Ball gekommen. Eine schwierige Kiste, aber auch für den Torhüter. Kommt Kukielka gar nicht dran, muss Kresic raus. So wäre er aber besser im Tor geblieben. Rainer Maurer, unabhängig vom Ergebnis, gibt er seiner Mannschaft zwei trainingsfreie Tage. Die soll sich dann in Ruhe anschauen, wie die Aufstiegskonkurrenz reagiert auf das heutige Löwenergebnis. Dynamo mit Lavric. Schnelligkeitsnachteile hier von Lanzard. Und in der Mitte Kennedy. Tolle Antwort von Dresden nach der Münchner Führung. 1860 nicht immer souverän. Wir springen auf die andere Seite. 14. Minute, Ecke Gebhardt. Kolomasnik, Costa frei und Kresic. Oh Gott, 2:0 für die Löwen, dank der freundlichen Mitarbeit von Ignaz Kresic. Der schaute bedröppelt und suchte dann die verhängnisvolle Bodenwelle. Costa war der Torschütze, Mittwoch seinen Vertrag bis 2008 verlängert, heute getroffen, tolle Woche. Auch wenn der Ball hier unglücklich versprang, den muss Kresic haben, der Kroate muss den Ball aufnehmen, ihm entgegengehen, seinen Heimplatz muss er kennen. 10. Torwartfehler von Dresden in dieser Saison. Wir blicken auf den Dreier, auf Volker Opitz. Er war für Agostino eingeteilt, sieht dann, dass Costa zum Fallrückzieher ansetzt, ist sich sicher, dass Kresic ihn hat, aber dann die böse Überraschung. Die Niederlage in Essen war eine Riesenenttäuschung für Dresden. Da dachten wohl einige, mit 34 Punkten sind sie schon durch. Dynamo hinten fahrlässig, vorn aber bemüht. Christ, der hat Spielmacherqualitäten. Auf Brinkmann. Brinkmann gegen Schäfer. Und wieder Christ. Christ bekam heute den Vorzug vor Fröhlich. Oswald wegen seiner 10. gelben Karte gesperrt. Duisburg, Köln, Frankfurt, Aachen. Gegen all diese Top-Teams konnte Dynamo zu Hause gewinnen. Das Habichtstadion ist für Favoriten eine uneinnehmbare Festung. Jetzt schon 0:2 hinten. Christ spielte hier auf Lasic. Lavric, der kämpfte sich durch. Der Slowene, ein Aktivposten mit viel Laufarbeit, war in der Offensive überall zu finden. Hier vergaß er allerdings, den Ball richtig mitzunehmen. Knappe halbe Stunde gespielt, jetzt wieder die Löwen, Einwurf Schäfer. Auf Gebhardt. Gebhardt, 3:0 und das mit seinem schwachen rechten Fuß. Solch ein Pfund. Zweites Saisontor, Marco Gebhardt. So darf man einen Marco Gebhardt nicht laufen lassen. Schöner Trick gegen Kukielka und dann voller Huf mit rechts. Passives Zweikampfverhalten von Beuchel und Kukielka. Harsche Kritik gab es von den Rängen für die Gelben. Streicheleinheiten bekam nur das gelbe Hopfengetränk. Wir gucken noch einmal auf Volker Opitz. Seit dem 12. Spieltag ist er mit 4 gelben Karten belastet. Noch hält sein
Dauerbrenner-Serie, aber an diesen drei Toren war er unschuldig. Heute ein Sieg für die Löwen gegen Dresden, am Montag dann ein Dreier von Köln gegen Fürth. Und schon würden die Münchner erstmals richtig in dieser Saison auf einem Aufstiegsplatz stehen. Kolomasnik, 45. Minute, noch nicht das endgültige K.O. für Dresden. Die nach zwei unentschieden gepeitschten Löwen, die brüllten, die 60er gaben Gas, drückten auf die Offensive. Dresden in den letzten 7 Spielen nur 6 Gegentore, heute gleich 3 allein in der ersten Hälfte. 3:0 führte also 1860 in Dresden, unabhängig von Dynamos Ligazugehörigkeit, soll hier für 42 Millionen ein neues Stadion gebaut werden. 86 internationale Firmen haben sich von der Stadt die Ausschreibungsunterlagen kommen lassen. Baubeginn ist 2006, jetzt Werbung. Dresden hat wieder ein Torwartproblem beim Eigentor von Kukielka. Krešić unglücklich hier beim 2:0 durch Costa auch. 1860 führte sogar 3:0 und das absolut verdient. Aber es begann die Dresdner Reaktion. Opitz, Querschläger Schukala, Fröhlich auf Lavrić, abgefangen, aber dann Kukielka. Dresden probierte es jetzt zumindest mit Fröhlich und Wannsee brachte Christoph Franke auch 2 neue Offensivleute. 51. Minute. Freistoß Dresden, Ansgar Brinkmann. Auf Kennedy. Der Australier im zweiten Abschnitt im Mittelfeld. Bei Standards war er aber natürlich mit vorn. Dresden muss heute eigentlich Heimpunkte sammeln, denn nächste Woche reisen die Sachsen zu Greuther Fürth. Dynamo jetzt viel aggressiver. Wannsee. Fröhlich. Kukielka, gefährliches Spiel von 60. Der Vorsprung war zwar hoch, aber nicht sicher. Fröhlich. Und da ist Wannsee. Der Kameruner kam ja auf Empfehlung von Winnie Schäfer nach Dresden. In seinem 24. Einsatz wartet der 24-Jährige immer noch auf sein erstes Tor. Schukala und Costa wirkten bei den Münchnern in der Innenverteidigung sehr souverän. Aber da Dresden mit der kompletten Mannschaft jetzt angriff, gab es immer wieder Lücken. So wie hier Kukielka. Der wollte seinen Patzer unbedingt ausbügeln. Die Löwen verteidigten nicht mehr so aggressiv. Der starke Beton des Maurers wurde dünner. Für seine Löwen ist das heute Teil 4, der Ostdorf-Dritte. Nicht einen einzigen Sieg gab es bislang in Aue, Erfurt oder Cottbus. Das 3:0 wollten sie aber retten. Sie wollten diese Phobie brechen. Hauser spielt wieder auf Wannsee. Alle treffen sie irgendwann einmal. Nur wann sie oder er. Robust ist er, der Kameruner. Schnell auch, aber das Tor, das ist sein Problem. Vom kämpferischen Einsatz stimmt vieles bei Dynamo, doch die Offensivbemühungen sind meist zu unkoordiniert. Kennedy auf Fröhlich. Und wieder ist Wannsee dabei. Tolle Belebung auf jeden Fall der beiden Neuen von Dynamo. Fröhlich bei fast jeder Aktion beteiligt. Und doch Wannsee, der mühte sich vorn. Doch der Fußballer Kameruns von 2001 bislang glücklos. Er beschwerte sich hier, aber er wurde nicht geschubst von Costa. Vielleicht ganz kurz gehalten. Kein Elfmeter. Mit einer tollen Serie verschaffte Dresden sich Luft nach unten. Die waren lange abgeschieden. Jetzt vielleicht der erste Rückschlag, die erste Schwächephase in der Rückrunde. Wahnsinn! Schön setzt er sich gegen Schukala durch und dann fliegt Kennedy heran. 72 Minuten mittlerweile vorbei. Dynamo rannte die Zeit davon. Nur einem nicht und das ist Rainer Maurer. Am Montag wird er einen neuen Einjahresvertrag bis 2006 unterschreiben. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Eigentlich wollte er dies nach einer Niederlage tun, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen. Doch daraus wird wohl nichts. Die beste Rückrundenelf der Liga schaltete einen Gang zurück, setzte nur noch gelegentlich Offensivakzente mit langen Bällen. Kolomasnik. Auf Czerny. Kolomasnik.
ist frei, kein Abseits, 4:0. Die Entscheidung in diesem Spiel durch Michal Kolomasnik, 13. Saisontor des Tschechen. Dresden bringt sich mit einer viel zu leichtfertigen Spielweise immer wieder selbst in die Tabellenbedrängnis. Hauser und Schick mit Czerny und Kolomasnik nach einem langen Ball machtlos, mutlos. Monetär wird Kolomasnik für sein Tor sowieso belohnt, aber auch moralisch. Er und Tietze dürfen gleich noch heute Abend aus Dresden in den tschechischen Kurzurlaub fahren. Zugutehalten muss man Dresden, dass sie es zumindest versuchen. Freistoß Fröhlich und Kennedy von hinten, diesmal nicht per Kopf. Diese ständigen Rückstände und dann das nötige bedingungslose Offensivbemühen zermürbt Dynamo. Mit einem Sieg hat 60 heute eine glänzende Ausgangslage. 4 Heim- und nur noch 2 Auswärtsspiele stehen an. Die Münchner spielen aber auch für ihr Torverhältnis. Deshalb aufgepasst. Ukielka noch einmal. Froh waren die Löwenminen auch bei Präsident Auer auf der Tribüne. Die Rückkehr ins Oberhaus wird jetzt immer wahrscheinlicher. Die Weichen mit den Vertragsverlängerungen von Čukalo, Costa und Lema sind gestellt. Der heutige Auftritt auch überzeugend. 1860 überstand den Dresdner Dauerdruck in der zweiten Hälfte. Ochs, Wansi noch einmal. Und dann noch einmal Kennedy mit der letzten Chance in diesem Spiel für Dynamo Dresden. 4:0 gewinnt 1860 in Dresden. Seit der Vereinsgründung der Sachsen hat Dynamo nie eine höhere Heimniederlage kassiert. So droht der Abstieg. Felix Schwadorf suchte Erklärungen. Ich bin ja besonders sauber auf unsere Platzverhältnisse. Wir spielen ja gegen Abstieg. Und das ist für mich amateurhaft, dass diese Woche Platz überhaupt nicht gemacht worden ist. Der Platz ist ja nicht gewalzt worden. Wir spielen gegen Abstieg, das ist für mich amateurhaft. Ich habe diese Szene noch mal im Fernsehen gesehen. Ich bin ja stinksauer. Es ist ja, muss ich sagen, leider scheiße. Der Tor geht klar auf meine Kappe, aber wenn man die Szene wieder sieht, tut mir leid. In der Winterpause kam, ging es aufwärts für Dynamo. Heute gegen seinen Ex-Verein aus Aalen. Was er denen wünscht? Den Abstieg. Denn in Aalen wurde Brinkmann nie glücklich. Heute die angekündigte Abrechnung, die ihn freute. František Stracker ließ die Brinkmann-Aussagen vergrößern und in der Kabine anbringen. Die rot-weißen Aalener nach Heimsieg gegen Frankfurt und Köln selbstbewusst und nach den Brinkmann-Aussagen extrem motiviert. Erst 40 Sekunden gespielt. Bamba und Kukielka vor Felgenhauer. Ja, der Kukielka, wie bringt man zur Winterpause gekommen? Der polnische Nationalspieler wieder einmal mit einer ganz wichtigen Aktion für Dynamo Dresden. Die zweite Minute. Aalen musste den grippekranken Aschanin ersetzen. Thiam spielte erstmals unter Stracker von Beginn an. Anfangs sah es etwas unsicher aus hinten. Kennedy gegen Tredo. 8 Tore hat Kennedy schon erzielt, alle aus dem Spiel heraus. Es wäre wieder so eine Szene gewesen. Dresden mit Christian Fröhlich, der verlängerte bis 2007 bei Dynamo. Der Dresdner Junge, er sieht Oswald. Und das ist genau seine Entfernung. Carsten Oswald, 4 Saisontore, bisher alle enorm wichtig. Die 9. Minute, Kresic, aber Aalen wich keinen Zentimeter zurück. Er kämpfte den Ball, Subic auf Svitlica. Opitz, der Dresdner Verteidiger, erst zögert er und dann klärt er doch noch. Volker Opitz ist der einzige Zweitligaspieler, der keine Saisonminute verpasste. Aber seit dem 15. Spieltag rennt er mit der 4. gelben Karte rum. Die 11. Minute, wieder Kresic. Und wieder ist Aalen bereit, den Ball abzufangen. Doch Kennedy auf Fröhlich, auf Lavrić, gestört von Glätzen. Seit Wochen spielt Glätzen in bestechender Form. Fängt Dresdens Topstürmer Klemen Lavrić ab. An dem ist der MSV Duisburg interessiert. Doch er hat noch Vertrag bis 2007. Unter 1 Million Ablöse läuft gar nichts. 23. Minute Freistoß Oswald, Kopfball Kennedy, Meier. Christoph Franke, nee, der Kennedy, der trifft nicht nach Freistoß oder Ecke. Und da kommt schon die nächste. Oswald sucht wieder Kennedy und Beuchel. Der Kapitän trotz Bandagierung mit Akrobatik.
26. Minute, schon wieder Ecke Dynamo. Zu Beginn waren sie nur bei Standards gefährlich. Doch Ahnen kann klären und Lange nutzt seinen Standortvorteil gegen Bamba nicht. Muse Mestre Bamba hält inne im Laufduell, denn Langen ist schnell und dann dieser Pass auf Svitica. 0:1. Sein 6. Saisontor, der einzige Ahner mit Stürmerblut. Danko Svitica. Gut gemacht von Bamba und dann rechts angenommen, links vollendet Svitica. Volker Opitz, Dresdens Verteidiger mit der 3, muss sich diesen Treffer ankreiden. Zu weit weg ist er von Svitica, der sich im Rücken davon stiehlt. Ansgar Brinkmann, der LR-Motivator, ihm wollten sie gar nichts gönnen. Endlich mal eine Schusschance, Nico Leitschak dazwischen. Dresden holte 29 seiner 37 Punkte zu Hause, aber die 40. Minute an die Trotzführung aggressiv. Herrlich auf Bamba von Feldenhauer und der gegen Krisic. Und jetzt die Auflösung. Bamba gegen Krisic. Und dann Bamba. Ja, nö. Krisic zu Recht erbost. Für so etwas gibt's Gelb. Von Schiedsrichter Peter Sippel. Der Bamba, genialer Vorbereiter des 0:1, aber ein schlechter Schauspieler. Und Ansgar Brinkmann, seinem Wunsch, Ahlen soll absteigen, folgten erstmal keine Taten. Zur Pause waren die Dresdner klar im Vorteil, die sich für den aktiven Sport entschieden hatten. Nach dem 0:4 gegen 1860 München. Nun zur Pause 0:1 gegen Ahlen. Dynamo ist wieder mittendrin im Abstiegskampf. Dresden 0:1 hinten gegen Ahlen und doch 12 Minuten nichts in dieser zweiten Hälfte. Dann Beuchel auf Fröhlich. Christian Fröhlich und dann Diam gegen Kennedy. Joshua Kennedy, erst leichte Proteste, doch dann schleicht er aus dem Strafraum. Denn dafür darf es keinen Elfmeter geben. Ganz leicht touchieren sich die Füße von Diam und Kennedy. Aber wer trifft da eigentlich wen? Eine Minute später, Dresden am Drücker. Sie hatten Willen aufgetankt in der Kabine. Darius Kukielka, der ist drin. Kukielka nicht nur in der Viererkette überzeugend, auch als Torschütze. Nach dem 1:0 gegen Aachen, nun das 1:1 gegen Ahlen. Kukielka zwischen Langenecke und hier geht er nach oben mit dem Hinterkopf. Der Kopfball war nicht scharf, aber ein unangenehmer platzierter Aufsetzer. Ganz schwer für Bernd Meier. Kukielka mit dem Hinterkopf. Uwe Seeler hätte es nicht besser machen können. 61. Minute. Ahlen konnte sich nur noch selten befreien. Aber dann hatte Bamba mal die Chance. Den Ball, den hat er schon, glaubt er. Dann ist er doch aus. Und der Frust von Bamba, als er sich umdreht, da sieht er Peter Sippel. Muse Mestre Bamba, Nebenassistent Roland Greth. Und da ist nur noch Frust drin bei Bamba. Ball wegschlagen, ganz klar. Und er hatte ja schon Gelb für eine Schwalbe. Nun Gelb wegen Ball wegschlagens. Bamba, der war stinksauer. Aber er konnte es nur auf sich selbst sein. Der Kommentar dieser Aktion, den übernimmt Ansgar Brinkmann. Die 63. Minute. Dresden versuchte sofort Kapital zu schlagen aus dem Überzahlspiel. Oswald auf Fröhlich. Und dieser Fröhlich ist dribbelstark. Christian Fröhlich. Das Tor hätte so gut gepasst zum neuen Vertrag. Völlig anderes Spiel nun als in der ersten Hälfte. Ahlen ständig attackiert. Na klar, erst recht, da sie nur noch 10 Mann waren. Und dann kam Brinkmann. Wann gibt's mal was vom verrückten Ansgar? Gegen Glätzern. Und dann Meier. Brinkmann ist nicht mehr der Schnellste, aber der 35-Jährige imponiert irgendwann im Spiel immer mit einer tollen Szene. Der Held hier ist jedoch Bernd Meier. Grandios, wie er den abgefälschten Ball von Glätzern festhält. 79. Minute. Dresden suchte die 3 Punkte, dann hätten sie 40. Das wäre fast der Klassenerhalt. Beuchel auf Levente Schick. Auf Kennedy.
Da ist er wieder. Sein 9. Tor, das 9. aus dem Spiel. Der Klassenhalt für Dynamo Dresden nun ganz nah. Wunderbar haben sie die rechte Aalener Abwehrseite aufgerissen. Und da fliegen gleich 3 Dresdner, 2 natürlich Dresdner Stürmer heran. Lavrić und eben Kennedy. Kein Glätzen steigt hoch, kein Tier. Dann die 90. Minute. Dresden wieder am Angriff von Peter Sippel, noch einmal mit Schwerstarbeit. Foul an Lavrić, dann der Schuss, dann Bernd Meyer. Thiam hat den Ball, Ziebig fliegt heran. Sippel springt hinzu, Bernd Meyer schubst. Mehrere ganz schwierige Situationen für Sippel. Zuerst Glätzen gegen Lavrić, kann man so sehen, kein Elfmeter. Dann Thiam. Ziebig trifft ihn eindeutig am Fuß. Dafür sieht er völlig zu Recht gelb. Bernd Meyers Empörung verständlich, aber Ziebig umzustoßen, das ist undiszipliniert. Was soll Sippel tun? Er kann das nur als Tätigkeit werten. Rote Karte gegen Meyer. Die Aalener nun zu 9. Sie werden schimpfen auf Schiri Sippel, aber es waren ihre eigenen Disziplinlosigkeiten am Ende. So war nichts mehr zu holen für LR Aalen. Dresden stürmte nochmal gegen das Tor, das nun gehütet wurde von Sebastian Wölzow. Und da ist René Beuchel. Das 3:1 für Dynamo Dresden. Schon wieder 2 Tore nach der 75. Minute. Keine andere Mannschaft trifft in dieser Zeit so oft wie Dynamo. Der Kapitän selbst sorgt dafür, dass Dresden 40 Punkte erreicht. Der Klassenerhalt, er dürfte nun fast sicher sein, selbst wenn Christoph Franke immer ein wenig pessimistisch ist. Felix Schwadorf mit Ansgar Brinkmann. Haben Sie nicht ein bisschen Angst gehabt, dass Sie den Gegner dadurch nochmal extra motivieren? Angst ist für mich, Angst ist was, das passt nicht für mich, zu mir, das ist ein Fremdwort. Angst kennen wir nicht. Den Mutigen gehört die Welt und wir wehren uns. Und wir haben am Horizont haben wir den Abstieg kommen sehen. Und dann laufen wir hier nicht weg in Dresden, wir laufen darauf zu und wehren uns. Und das hat man gesehen in den vergangenen Wochen. Und dafür sind wir als Mannschaft auch belohnt worden. Basler spielt nicht mehr, Effenberg spielt nicht mehr. Oft wird der Verlust von echten Typen beklagt. Ansgar Brinkmann, das ist noch so einer. Ja, natürlich, in jedem einzelnen Hachinger Kopf brodelt's ohne Ende. Die tollen Erfolge der Dresdner sind gespeichert. Da wird schon auch ein dicker Schuss Bammel und Respekt da sein. Es gilt, den Hochdruck in Energie umzuwandeln. Fast 3000 Dresdner hier in eleganter Erwartungshaltung. Und das wird für die Hausherren gegen diese Fanmacht ein hartes Brot. Die Bayern in Rot-Blau, die gute Leistung in Köln-Schnee von vorgestern. Heute geht es um die Wurst. Es gilt, die Nerven schnell in den Griff zu kriegen. Bucher zieht Sukalo. Ja, ja, der Wackelfuß. Hochspannung bei Jung und Älter. Einwurf Carsten Stresser. Schied. Da saust Copado heran. Haching hängt immer noch an seinem Tropf und zwar ganz gewaltig. Und dann das Foul von Carsten Oswald an Thomas Sobotzik. Heute Sobotzik anders als in Köln, nämlich hinter den Spitzen. Vom Dresdner Oswald eine leichtfertige Aktion, nicht unbekannt dafür, der Sachse. Schon mit 12 gelben Karten ist er belastet in dieser Saison und exzellente Ausgangsposition für einen Freistoßstrategen. Copado, auch er hat mit dieser angespannten Tabellensituation zu kämpfen. Harry Deutinger, nie eine Sekunde ruhig. Dresden wirkte relativ entspannt mit derselben Elf wie gegen Aalen hier. Never change a winning team. Clemen Lavrić gegen Bucher, zu nachlässig der oberbayerische Abwehrspieler gegen Dresdens 12-Tore-Mann nach 10 Minuten. Aber es war eine zerfahrene Partie, das meiste spielte sich im Mittelfeld ab. Kaum dynamische Aktionen wie hier mal Copado, Akonor stand in der Luft. Dann draußen Thomas Sobotzik. Die Harmlosigkeit der Hausherren schon lange ein Problem. Es rappelt viel zu selten im Karton. Nur 6 Heimtore in der Rückrunde, da kannst du schon graue Haare kriegen hier in Haching. Also, nach über 20 Minuten hatten die Gäste defensiv kaum Probleme.
und spielten ruhig wie einer, der halt genau 40 Punkte auf dem Buckel hat. Selbstbewusst. Kennedy. Beinschuss gegen Aygün, dann gegen Bucher. Schön gemacht. Kennedy, der Australier, immer in der Startelf gewesen. Harry Deuinger, einst Co. unter Andy Brehme, ein Energiebündel, ein brodelnder Vulkan in jeder Sekunde. Und wer war noch da? Hallo, Herr Brehme. Ja, ja, hallo, hallo. Unter Ihnen sah es lange nicht nach Abstiegskampf aus, ehrlich gesagt. Die Verkrampfung war bei den Hachingern mit den Händen zu greifen. Sie kamen auch gar nicht so richtig in die Zweikämpfe. Nichts mit der Leichtfüßigkeit wie gegen Köln. Vielleicht jetzt einmal über Sucalo, Copado, Schied, dann wieder Copado und Kukielka lenkt ab nach knapp 30 Minuten. Ignaz Gresic, da ist schon noch Feuer drin, trotz 40 Punkten. Dresden verlor nur eines der letzten vier Auswärtsspiele, da ist Substanz gewachsen. Und dann hinter Lavrić ist der verzweifelte Aygün her. Und jetzt reicht's dem Schiri Stachowiak. Lange hatte er an Vorteil geglaubt. Und jetzt hat er sich für die gelbe Karte entschieden. Die Zeitlupe gleich und das Motto, wie versuche ich verzweifelt anzuzeigen, dass meine Hände weg sind, um mit dem Bein zuzuschlagen. Der weiße Riese Heerwagen dirigiert ohne Ende, aber wissen Sie was? Keiner hört auf ihn. Das interessiert hier überhaupt niemanden. Das ist gelinde gesagt ein leichtes Durcheinander, nicht gerade von fester Struktur geprägt. Alle gehen da irgendwo hin. Wo ist denn der Mörtel für diese Mauer? Eine interessante Szene. Carsten Oswald. Und dann natürlich mitten durch diese Pseudomauer hindurch. Wen wundert's? Christian Franke, eine zähe Partie. Brinkmann, der weiße Brasilianer. Kennedy, 1,94 Meter, oft wirkungsvoll eingesetzt. Und dann Halbzeit. Gott sei Dank gab es nicht so viel zu besprechen. 0:0, keiner da und da kommt auch keiner mehr. So, wir sind jetzt schon in der 54. Minute, die Partie von großer Zerfahrenheit geprägt. Nichts Zusammenhängendes zu zeigen bislang. Stresser, dann Schied. Dresden großzügig zurück zu Schied. Aber die Technik leider und die Verkrampfung. Wir gucken auf Copado. Er will die Kugel unbedingt, er kriegt sie aber nicht. Und dann doch die aufmunternde Gestik und Mimik. Und der Haching hat schon 6 Heimniederlagen. Keiner mehr. In den letzten 7 Spielen haben sie 6-mal kein Tor geschossen. 6-mal, das ist ein Riesending eigentlich. Jetzt mal über das Mittelfeld. Sucalo. Auf Copado, Copado saust, Gresic, nein, Copado, wie ein Springteufelchen ist er wieder sofort oben und macht das Tor zum 1:0 in der 56. Minute. Aus dem Nichts, das alte, so erfolgreiche Konzept. Rauf auf Copado und drin die Kugel. 7.200 Zuschauer im Generali Sportpark zu Unterhaching. Glänzend der Pass von Goran Sucalo. Nächste Saison in Aachen. Kein Abseits und Levente Cic eigentlich linker Außenverteidiger. Das ist normal nicht sein Mann. Da ist er machtlos. Der Blick auf Francisco Copado wartet. Jetzt kein Abseits mehr. Und dann beeindruckend, wie schnell das Leichtgewicht wieder auf den Beinen ist und reagiert. Tor Nummer 16 für ihn, dazu 12 aufgelegt. Bombastisch. Weiter ging's. Brinkmann. Ballverlust gegen Akonor. Und jetzt ist das wieder das typische Hachinger Spiel, diese Konter. Aufschied. Er muss dann zurück nach Rostock nächste Saison.
Und der Schuss wirkte doch schon wesentlich befreiter als alles andere zuvor. Natürlich, was sonst? Naja, vielleicht hat es Dresden schon einen Tick zu leicht genommen. Fühlten sich zu sicher, 7 Siege in der Rückrunde. Nur Frankfurt schaffte noch mehr. Übrigens hoch und weit und seltsam. Das war oft heute Abend zu sehen. Typisch für diese Szene. Omodiakpe und Copado wieder alleine. Zu lange gewartet in der 70. Minute. Nix war es mit der Sicherheit für Haching. Nochmals. Krešić sauer. Opitz verliert hier den Zweikampf gegen Schied. Copado Brust. Ronny Scholze hinterher und dann das Zögern. Nochmals, schauen Sie auf die Nummer 4, Scholze. Abseits zeigt er an und deshalb war Copado schon auf und davon. Und draußen der hübsche, strenge Blick auf den flinken Torjäger. Für die Oberbayern begann jetzt die Zeit des Zitterns. Dresden kam über den eingewechselten Wansi, angewechselt, ausgerutscht und dann kommt Ronny Scholze. Was für eine bittere Kugel, Mann, oh Mann. Haching vom ganz dicken Mühlstein befreit, war die Lauf- und Kampfarbeit bei Haching jetzt eine ganz andere. Copado dazwischen, jetzt auch Raum und Platz, Stresser. Guckt und sieht so putzig, wenn sich diese vergebenen Chancen nicht doch noch mal rächen sollten. Harry Deutinger, eigentlich wäre er lieber im zweiten Glied. Und Haching versuchte, die Dresdner von ihrem Tor fernzuhalten. Stürmen das beste Mittel. 85. Minute, aber Achtung, Konter, Fröhlich. Sieht Wanzi, Omodiakpe von links. Er hat noch kein Tor in dieser Saison geschossen, Daniel Wanzi. Und die Dresdner Fans in ihrer friedlichen Begeisterung. Francisco Copado geht nicht nur nach Frankfurt, sondern jetzt auch mal vom Spielfeld. Die 90. Minute läuft jetzt. Haching führt noch 1:0. Warten auf den Schlusspfiff. Bitteres Warten. Da kommt noch mal Kukielka. Das war's, der letzte Schuss dieses Spiels. Es war geschafft für Unterhaching. Und dann begann das große Umarmungsfestival. Irgendwie waren alle zufrieden. Marco Hagemann, bitte. Wir müssen jetzt mit aller Macht versuchen, nächste Woche gegen Aue zu gewinnen. Das wird verdammt schwer, das wissen wir selbst. Aber wir haben uns selbst in die Lage wieder gebracht, dass wir zittern müssen. Wie viel wird denn noch gezittert bei Dynamo Dresden? Das kann ich nicht sagen. Ich kenne die Ergebnisse nicht. Wir werden weitersehen. Wir haben auf jeden Fall nach wie vor unsere 40 Punkte, aber heute etwa einen dazulegen können. Copado, an knapp 80% aller Tore in dieser Saison war er beteiligt. Eine irre Zahl.